Herzlich willkommen zu Update Wirtschaft, einer neuen Woche rund um die schönen Themenbereiche Wirtschaft, Finanzen und Geld. Letztendlich ein volles Programm, das wir Ihnen anbieten können. Nicht frei von Krisen, aber auch nicht frei von Unterhaltung. Es ist einiges geboten, vor allen Dingen wegen der Geschehnisse vor dem Wochenende. Es könnte sich eine neue Bankenkrise zusammenbrauen. Dazu aber später. Bevor wir uns über Krisen und andere Schwierigkeiten unterhalten, bringen wir erstmal ein wenig Glamour in diese Sendung. Und das bedeutet in diesem Falle Hollywood. Sie haben es in den Nachrichten mitverfolgen können. In der Nacht waren die Verleihungen der Oscars, der wichtigsten Filmpreise der Filmindustrie in Hollywood. Und dabei hat ein deutscher Film abgeräumt. Im Westen nichts Neues, hat 4 Oscars eingeheimst. Das allein für sich ist natürlich schon eine Besonderheit. Es ist eine deutsche Produktion. Aber letztendlich ist das weitere Besondere daran, dass der Film nicht in Hollywood entstanden ist, sondern beim Streamingdienst Netflix. Wie man in der Branche auf diese Entwicklung reagiert, was das alles bedeutet, das möchte ich jetzt mit der Kollegin Katharina Wilhelm in unserem ARD-Studio in Los Angeles besprechen. Frau Wilhelm, wie war denn die Stimmung bei den Oscars? Die Stimmung war natürlich gut, vor allem unter den Deutschen, die ja wirklich abgeräumt haben. Anders kann man das ja nicht sagen. Es ist der erfolgreichste deutsche Film bei den Oscars mit insgesamt 4 Siegen und natürlich wichtiger Preis, bester ausländischer oder bester internationaler Film. Und da war die Stimmung natürlich ganz gut. Ich war bis jetzt eben vor kurzem quasi noch im Presseraum bei den Oscars, habe dann auch eben mir angehört, was die Nominierten oder die Sieger dann sagen könnten. Und der Regisseur hat schon gesagt, sie werden auf jeden Fall bis tief in die Nacht feiern. Klar, ist ein großer Erfolg. Ein Riesenerfolg für die Deutschen. Wie sieht man das denn im eher patriotisch geprägten Hollywood, wo man sagt, der amerikanische Film regiert die Welt? Naja, es ist tatsächlich interessanterweise für die Amerikaner ein spannender Film, weil er eben erstmals aus deutscher Hand und auch auf Deutsch gedreht und produziert wurde. Es gibt ja eben mittlerweile 3 Verfilmungen von Erich Maria Remarques Buch Im Westen nichts Neues, aber es ist eben erst die erste deutsche Verfilmung. Und ich habe mit Filmkritikern im Vorfeld gesprochen und gefragt, was ist das denn, warum kommt der so gut an? Vor allem eben im englischsprachigen Raum. Bei den BAFTAs hat er ja eben auch schon abgeräumt mit 7 Preisen und jetzt eben diese 9 Nominierungen und 4 Siege bei den Oscars. Und die sagten tatsächlich, der Fakt, dass das eben auf Deutsch produziert wird, das sorgt wohl für viel Authentizität. Das ist das eine, warum der hier in Hollywood so gut ankam. Dann gibt es aber, glaube ich, noch einen großen anderen Fakt, über den wir reden sollten, nämlich der Netflix-Faktor. Das ist ja eine Netflix-Produktion und der Streaming-Dienst, der will halt unbedingt auch bei den Oscars gewinnen. Natürlich am liebsten in der Königsklasse. Bester Film, das ist dieses Mal eben auch nicht passiert, muss man sagen. Obwohl Netflix viel Geld, wahrscheinlich viele zig Millionen Dollar da reingesteckt hat in eine sehr große Kampagne, die hier gefahren wurde in Hollywood. Ja, das wäre die nächste Frage. Wie sieht man das denn in Hollywood, dass ein Streamingdienst hier so erfolgreich ist und ganz offensichtlich ja dem klassischen Hollywood versucht, die Butter vom Brot zu klauen? Ja, also die Streaming-Plattformen, die setzen die Filmstudios schon seit vielen Jahren unter Druck, muss man sagen. Da können wir auch noch mal aufs letzte Jahr zum Beispiel schauen. Da hat Coda gewonnen, ein Film, der bei Apple TV Plus gelaufen ist. Netflix hat Filme wie The Power of the Dog zu den Oscars gebracht oder auch Roma, der hat damals auch gewonnen als bester internationaler Film. Also das ist schon eine Geschichte über die letzten Jahre hinweg, das muss man sagen. Wobei in diesem Jahr waren es insgesamt 19 Nominierungen von Streamingdiensten insgesamt genommen. Das sind etwas weniger als in den Vorjahren, was auch ein bisschen mit der Pandemie zu tun hat, denn da wurden die Regeln geändert für die Einreichung von Oscar-Filmen. Nichtsdestotrotz, das Thema Streamingdienste bleibt und die Hollywood-Studios geraten natürlich irre unter Druck. Und man merkt das auch daran wieder, dass traditionsreiche Hollywood-Studios wiederum in Streaming-Plattformen investieren. Disney zum Beispiel ist natürlich auch ein althergebrachtes Studio, bringt viele Filme raus, hat jetzt mit Disney Plus auch eine eigene Streaming-Plattform gelauncht vor einigen Jahren, auch sehr erfolgreich. Warner Brothers hat HBO Max rausgebracht, auch wiederum eine Streaming-Plattform. Also man versucht nachzuziehen, aber man hängt da, glaube ich, noch ein ganz kleines bisschen hinterher an dem Erfolg von Netflix, denn die haben sich tatsächlich als großer Branchenriese über viele Jahre jetzt etabliert.
Scheint so zu sein, als seien die Streamingdienste wie so ein Wecker gewesen für das klassische Hollywood. So für das Filmbusiness insgesamt. Glauben Sie, dass die Streamingdienste und dass der Erfolg der Streamingdienste was Gutes ist für das Filmgeschäft? Ich glaube, das kommt immer darauf an, auf welcher Seite man steht. Wenn ich jetzt mal die Filmschaffenden nehme, dann glaube ich, ist das für die interessant geworden. Die haben eben quasi noch mehr Abnehmer. Die haben mehr Potenzial, ihre Kreativität ins Kino oder eben auch auf die sozusagen Streaming-Leinwand zu bringen. Also für die kann das tatsächlich sehr, sehr bereichernd sein, dass sie da noch mehr Kunden haben oder eben Produktionsstätten, mit denen sie zusammenarbeiten können. Wer das Nachsehen hat, ganz klar, das sind die Kinobetreiber vor allem. Denn Netflix lässt zwar seine Filme zum Teil auch im Kino laufen, das müssen sie auch, denn sonst können sie sich nicht für die Oscars qualifizieren. Ein Film muss hier in L.A. 7 Tage am Stück mindestens im Kino gelaufen sein. Aber natürlich sind das kurze Kinozeitfenster, vielleicht 1 bis 2 Wochen und dann eben auch nicht in besonders vielen Kinos. Und für die Kinobetreiber ist das ein Riesenproblem, weil die Menschen natürlich dann nicht ins Kino gehen, keine Tickets kaufen, kein Popcorn kaufen. Also insofern, die einen profitieren, die anderen haben das Nachsehen. Und ich glaube, wir Zuschauer haben zumindest eines mehr Auswahl. Haben denn die Streamingdienste überhaupt eine Chance, diese immensen Summen, die sie dafür aufwenden, für diese Filme und für diese Produktion überhaupt wieder einzuspielen? Das ist die andere große Frage. Also Netflix hatte ja im vergangenen Jahr auch große Probleme, muss man sagen. Auf einmal hatten sie einen großen Schwund an Abonnenten, erstmals in der Geschichte. Die sind ja wirklich vorher immer irre gewachsen. Das war ein Problem. Da hat man auch ein bisschen die Notbremse gezogen und gesagt, wir müssen noch mal sortieren. Können wir alle Projekte, die wir vorhaben, auch so umsetzen? Und das sieht man auch an anderen Streamingdiensten, dass man natürlich immer noch schauen muss. Disney Plus zum Beispiel ist auch ein Streamingdienst, der sehr, sehr gepusht wird, aber der sehr viel mehr Geld ausgibt, als er einnimmt. Und Disney Plus soll etwa 2024 womöglich rentabel sein. Aber dafür haben sie zum Beispiel den bisherigen Disney-Chef jetzt rausgeschmissen. Bob Iger, der vorherige Disney-Chef, ist hier wieder reingekommen, um auch wahrscheinlich das Streaming-Dienst wieder so ein bisschen auf Vordermann zu bringen. Also man sieht, auch da läuft natürlich nicht alles perfekt. Aber das Signal ist, vieles geht in Richtung Streaming-Plattformen. Das ist etwas, was bei Kunden gut ankommt. Natürlich auch ein bisschen angeschoben durch die Pandemie. Die Produktionskosten für solche Blockbuster-Filme, die erreichen ja schwindelerregende Höhen. Das dürfte natürlich durch die Inflation nicht gerade sehr viel besser werden. Wie gehen die Studios, wie gehen die Streamingdienste damit um? Naja, das sind eben zwei verschiedene Standorte, wo wir hingucken müssen. Das sind einmal die Studios, das sind die Streamingdienste. Wenn wir jetzt zum Beispiel die Studios nehmen, dann kalkulieren die natürlich. Also, was ist ein Blockbuster, wie viel könnte der bringen und wie viel geben wir auch nochmal an Marketing hinein, damit der wirklich erfolgreich wird. Und das hat natürlich auch manchmal Erfolge. Zum Beispiel Top Gun Maverick war einer der Filme, die mit am meisten eingenommen haben. Ich glaube, etwa 1,4 Milliarden US-Dollar mittlerweile weltweit. Das ist ein Film, von dem gesagt wird, dass er das Kino gerettet hat, weil er die Menschen dazu geführt hat, wieder ins Kino zu gehen. Auch Avatar 2, die Nachfolge, die ja Ende letzten Jahres in die Kinos gekommen ist, da scheint sich dieser irre Marketingaufwand und dieser sehr, sehr teure Film auch gerechnet zu haben. Das Problem für die Studios ist grundsätzlich alles, was so in der Mitte hängt. Mittelmäßige Filme, in der letzten Zeit viele Marvel-Filme, die sehr teuer waren, auch in den Marketing-Ausgaben, aber die nicht ganz so viel wieder eingespielt haben. Und da muss man sich natürlich in Hollywood auch sortieren. Kann man sich das noch auf Dauer leisten? Wie viele große Blockbuster-Filme kann man eben raushauen und Marketingkosten ausgeben, wenn sie eben nicht ganz das einspielen, was sie sollen? Abschließend gefragt, fällt denn ein bisschen von diesem Ruhm auch auf die deutsche Filmwirtschaft ab? Ich denke schon. Also wir haben natürlich auch mit den Deutschen hier im Vorfeld gesprochen, auch mit Felix Kammerer zum Beispiel, der Hauptdarsteller von Im Westen nichts Neues. Er hat schon gesagt, ja, es gibt schon Angebote. Und das hat sicherlich auch damit zu tun, dass dieser Film jetzt sehr prominent ist in Hollywood. Ich glaube, gerade für Edward Berger, den Regisseur, kann das ein richtiger Push sein. Der war hier schon vorher in Hollywood ein bisschen etablierter, weil er auch TV-Shows gemacht hat. Ich glaube schon, dass sie diesen Schwung mitnehmen. Und dafür will ja auch die deutsche Politik sorgen. Claudia Roth war zum Beispiel ja auch hier. Die Kulturstaatsministerin hat gesagt, ja, wir wollen natürlich auch dafür werben. Wir haben ja die Filmförderung in Deutschland. Wir wollen auch dafür werben, dass Hollywood zu uns kommt. Wir wollen nach Hollywood. Wir werden sehen, was sich da in den nächsten Jahren zeigt. Es gehört natürlich auch immer so eine Portion Glück dazu. Und die Amerikaner müssen sich natürlich auch für die deutschen Stoffe interessieren. Im Westen nichts Neues räumt bei den Oscars ab. Das waren Informationen von Katharina Wilhelm. Schöne Grüße in unser Studio in Los Angeles. Und ein paar Kilometer entfernt von Los Angeles
gemessen an den Entfernungen, wenn man sie von hier aus auch zugrunde legt. Da liegt das Silicon Valley mit all seinen erfindungsreichen Unternehmen, die den Erfolg suchen. Aber diesen Erfolg bekommt man meistens nur mit Geld. Es ist ein sehr investitionsbedürftiges Business, neue Unternehmen, Start-ups zu erstellen. Und dafür braucht man Finanzierung. Die Silicon Valley Bank ist in Schieflage gegangen vor dem Wochenende und wird nun abgewickelt von der Bankenaufsicht. Silicon Valley Bank mag nicht jedem etwas sagen, aber es ist eine Riesennummer. Es ist nämlich der zweitgrößte Finanzierer von Start-up-Unternehmen im Silicon Valley. Man hat 30.000 Start-ups der Hightech-Branche unter Vertrag. Nun also war das Problem, die Bank wollte Verluste aus Wertpapiergeschäften durch den Verkauf neuer Aktien ausgleichen. Das hat man an der Börse krumm genommen. Die Papiere haben auf einen Schlag 60% verloren. Die US-Bankenaufsicht ist eingeschritten, hat quasi das Unternehmen vom Markt genommen. Nun wird es abgewickelt. Heute Morgen kam die Nachricht, dass die britische Tochter der Silicon Valley Bank von HSBC übernommen wird. Trotzdem wird diskutiert, auch wenn jetzt der Deckel drauf geschlagen worden zu sein scheint, ob das Ganze das Zeug hat, eine neue Bankenkrise auszulösen. Und diese Frage möchte ich jetzt besprechen mit Professor Volker Brühl. Er leitet das House of Finance an der Universität Frankfurt. Schönen guten Morgen, Herr Professor Brühl. Droht nach dem Zusammenbruch der Silicon Valley Bank eine neue Bankenkrise? Schönen guten Morgen. Nein, das kann man nicht sagen. Man muss schauen, was die Silicon Valley Bank tatsächlich macht. Es ist erstmal von der Größe her ein überschaubares Institut. Sie hat, wie Sie bereits gesagt haben, natürlich eine wichtige Rolle in der Startup-Finanzierung, vor allen Dingen in den USA, aber zunehmend auch in Europa. Aber man muss sagen, Startups sind ja normalerweise, haben nicht die Bonität, um eine klassische Bankenfinanzierung zu bekommen. In diese Lücke ist die Silicon Valley Bank vor einigen Jahren eingesprungen und hat vor allen Dingen Kredite an Startups gegeben. Und das machen klassische Banken normalerweise nicht, weil sie schlicht und einfach nicht die Bonität besitzen, die Startups, und sich deshalb überwiegend über Eigenkapital finanzieren müssen. Das heißt, die Silicon Valley Bank hat ohnehin ein Geschäftsmodell gefahren, das überdurchschnittlich risikoreich ist. Zum anderen, was jetzt hinzugekommen ist, dass Investoren sehr viel vorsichtiger geworden sind, aus dem Venture Capital Bereich eben Eigenkapital den Startups zur Verfügung zu stellen. Und das hat eben dazu geführt, dass diese Startups sehr viel mehr von ihren Einlagen bei der Silicon Valley Bank, die sie vorher geparkt haben, abzuziehen und für ihre Ausgabenfinanzierung zu nutzen. Und das war offensichtlich in einem so großen Maße erfolgt, dass die Silicon Valley Bank eben einen Teil ihrer Vermögensgegenstände verkaufen musste mit einem erheblichen Abschlag. Und das hat eben zu diesen Irritationen und Sorgen am Kapitalmarkt geführt. Wenn man sich aber die Fakten tatsächlich anschaut, muss man sagen, für eine Bankenkrise müsste es intensive Verflechtungen geben zwischen großen amerikanischen oder europäischen Häusern und eben der Silicon Valley Bank, beispielsweise indem sie die Silicon Valley Bank finanzieren. Das ist nur in einem sehr, sehr geringen Umfang der Fall, sodass die Ansteckungsgefahr, wie wir sie in früheren Krisen gesehen haben, hier doch sehr gering ist. Aber die US-Bankenaufsicht hat relativ schnell reagiert, hat das Unternehmen vom Markt genommen, hat jetzt auch noch mal betont, die Einlagen der Kunden seien sicher, man habe wieder Zugriff darauf und es bestehe keine Gefahr, dass der Steuerzahler einspringen muss. Hat man trotzdem aus der Krise der Vergangenheit gelernt? Ja, also erstmal die Maßnahmen, die angekündigt worden sind, sind natürlich ein ganz wichtiges Signal, die Ruhe an den Märkten wiederherzustellen. Man sieht es heute Morgen auch schon an den Aktienkursbewegungen der Finanzinstitute, die sich wieder nach oben bewegen. Insofern war das ganz wichtig, dort für Ruhe zu sorgen. Denn man darf nicht verkennen, dass gerade viele Startups, Sie haben es genannt, über 30.000, natürlich dort betroffen gewesen wären, wenn jetzt nicht die Einlagensicherung gesagt hätte, unabhängig von der Höhe, stellen wir sicher, dass alle auf ihr Geld weiterhin zugreifen können. Das ist eine ungewöhnliche Maßnahme. Normalerweise wollte man ja einen solchen Bailout, also eine Rettung eines Kreditinstitutes nach den bisherigen Finanzkrisen, ja ausschließen. Davon hat man jetzt eine Ausnahme gemacht, ich finde aber aus guten Gründen. Nun muss man auf der anderen Seite aber auch sagen, wie gesagt, die Größenordnung dieser Bank,
darf man nicht überschätzen. Es ist tatsächlich eine sehr spezialisierte Institution, deren Abwicklung keine großen Wellen im internationalen Finanzbereich schlagen sollte. Sie sprechen nochmal auf die Größe der Silicon Valley Bank an. Wenn ich mir in Erinnerung rufe, was die Finanzkrise 2007, 2008 ausgelöst hat, solche Bankhäuser wie Northern Rock in Großbritannien oder die deutsche IKB Bank, die kannte außerhalb der Finanzwelt ja vor Ausbruch der Krise auch kein Mensch. Da haben Sie vollkommen recht. Allerdings sind die von Ihnen genannten Institute damals sehr, sehr stark in das jeweilige nationale und internationale Finanzsystem eingebunden gewesen. Das heißt, sehr viele zum Beispiel Kreditbeziehungen zwischen anderen Banken und den betroffenen Häusern haben dort natürlich sofort eine Ansteckung ausgelöst oder es drohte zumindest mal dasselbe. Und insofern muss man sagen, hier ist das anders. Wenn das anders wäre, das heißt, man hätte sehr viele internationale Verflechtungen, dann hätte die Finanzaufsicht in den USA sehr viel härter reagieren müssen. Das heißt, tatsächlich eine Schließung dieser Bank, möglicherweise auch Rettungsprogramme sofort aufzusetzen für die betroffenen Häuser. Denn wir erinnern uns, damals haben die Notenbanken sehr viel Liquidität in den Markt gegeben, sowohl hierzulande als auch in den USA, um eben eine Liquiditätskrise zu bekämpfen. Das ist bis heute nicht geschehen. Insofern ist auch die Sorge bei den Aufsichtsbehörden, denke ich, relativ begrenzt, dass man hier weitere Ansteckungen sehen wird. Das Silicon Valley mit seinen kleinen Start-up-Unternehmen leidet natürlich besonders unter den gestiegenen Zinsen. Trotzdem gibt es eine Gemeinsamkeit auch zwischen der Silicon Valley Bank und anderen Bankhäusern. Man hat diese langlaufenden Kredite, die wenig niedrig verzinst sind, und muss diese Schulden mit kurzfristigen Krediten, die ja jetzt bei den Zinsen ins Kraut geschossen sind, refinanzieren. Stellt das ein Problem dar für die Banken? Ja, auf jeden Fall, wenn man eine solche Refinanzierungsstrategie wie die Silicon Valley Bank gefahren hat. Man hätte natürlich, im Nachhinein ist man immer schlauer, aber diese, sage ich mal, sehr inkongruente Finanzierung, kurzfristig sich Geld zu beschaffen, insbesondere von Startups, diese dann langfristig in Krediten anzulegen, auszulegen, das ist natürlich sehr ungewöhnlich. Ja, wenn Sie auf unsere Banken oder auch die großen amerikanischen Häuser gucken, dann ist die Fristenkongruenz, wie man so in dem Fachterminus sagt, sehr viel größer, um eben solche Effekte zu vermeiden. Und wir haben natürlich auch gelernt aus den Bankenkrisen der Vergangenheit, die großen Häuser sind heute sehr viel robuster aufgestellt als damals, sehr viel mehr Eigenkapital, die verschiedenen regulatorischen Vorschriften, dass man eben auch genügend kurzfristige Wertpapiere halten muss, um solche Effekte auszugleichen. Das alles führt dazu, dass wir nicht nur hier in Deutschland, Europa, auch weltweit sehr viel besser dastehen und so etwas wie die Silicon Valley Bank wegstecken können als noch vor 10 Jahren. Und damit ist eine Finanzkrise erst einmal nicht in Sicht. Vielen herzlichen Dank, Professor Volker Brühl, für diese Einsichten ins Bankgeschäft. Und in der Tat haben sich die Mütchen bereits beruhigt, wie der Blick auf die Märkte in Asien zeigt. Der Toyota Nikkei-Index in Shanghai sind die Kurse gestiegen. Fangen wir doch mal damit an. In Hongkong sind sie ebenfalls gestiegen. Bankwerte sind da auch gefragt. In Tokio dagegen ein Minus. Hängt damit zusammen, dass der Yen relativ stark ist, nicht mit einer befürchteten Bankenkrise. Am Freitag zeigte sich noch ein völlig anderes Bild, nämlich in den USA. Dort lagen die Kurse fast durchweg im Minus und das gar nicht mal so knapp. An der Technologiebörse Nasdaq, Stichwort Silicon Valley, gab es ein Minus von 2%. Ansonsten die Kurse bis zu 1,5% im Minus. Was bastelt der DAX daraus? Der startet mit ganz leichten Verlusten in die neue Woche. 61 Minuspunkte bei 15.366 Punkten der DAX. Sven Streibel ist zu uns aufs gekommen. Er verantwortet die Anlagestrategie für die DZ-Bank. Die Entwicklung vom Wochenende, die Entwicklung bei den Banken, besorgt Sie das? Weniger. Man sieht allerdings, dass die Investoren trotz Jahresanfangsrallye und wirklich schon gut angestiegenen Kursen weiterhin nervös sind. Das sind Nachrichten, die hellhörig machen. Allerdings hat ja auch die US-Finanzministerin jetzt bestätigt, dass das US-Bankensystem mindestens mal robust sei. Diese Ausfälle sind zwar unschön, sollten aber keine nachhaltigen Belastungen darstellen. Man sieht es an den heutigen Kursgewinnen, auch bei den deutschen Banken, dass da so wieder so ein bisschen Beruhigung einkehrt. Was bewegt Sie denn in dieser Woche?
Nun, wir haben diese Woche eine ganze Menge wichtiger Datenpunkte, die insbesondere für die Aktienmärkte hier in Europa wichtig sind, weil es handelt sich um die Hauptabsatzmärkte für die europäischen bzw. deutsche Aktiengesellschaften. Wir haben Daten zur chinesischen Industrieproduktion, die Aufschluss geben sollten, wie der Post-Corona-Aufschwung sich entwickelt. Wir haben US-Inflationsdaten, sprich wie die FED weiterhin agieren wird, und die EZB wird ihren Zinsentscheid treffen. Was erwarten Sie von der EZB? 50 Basispunkte, das ist so die allgemeine Erwartung, das haben wir auch, das ist eingepreist, das dürfte jetzt herauskommen. Allerdings haben ja auch die Falken im EZB-Direktorat angekündigt, rigoros gegen die Inflation vorzugehen. Die Falken, das sind die, die eine strikte EZB-Politik befürworten. Das Gegenteil, die nennt man die Tauben, um das kurz zu erklären. Diese 50 Basispunkte, also dieser halbe Prozentpunkt, den es dann nochmal bergauf gehen soll, das ist natürlich nicht das Ende der Fahnenstange. Wie reagiert man denn am Aktienmarkt darauf, auf diese wachsende Konkurrenz auf der Zinsseite? Nun, Zinsen sind eigentlich Gift für Aktien, weil es eben eine Alternativrendite zu den Aktienrenditen darstellt. Bisher waren jetzt aber die europäischen Aktienmärkte weniger beeindruckt von so einer strengeren Rhetorik der EZB und dann auch die Umsetzung mit der Politik. Viel schwieriger ist das auf der Seite der USA, weil nämlich dort die rigorose Umsetzung der kontraktiven Geldpolitik die Aktienmärkte dort belastet hat. Und das hat sich auch auf Europa ausgewirkt, zumindest letztes Jahr. Wird es denn gelingen, durch diese Zinsanhebungen die Inflation wieder einigermaßen in den Griff zu bekommen? Nun, die Notenbanken haben natürlich auch ausgedrückt, dass sie datenabhängig vorgehen wollen, sprich schauen, wie die Maßnahmen fruchten. Diese rigorose Vorgehensweise sollte auch wirklich die Inflation eindämmen. Man sieht es auch schon von diesen Rekordwerten, die wir letztes Jahr gesehen haben, sind wir schon ein Stück runtergekommen und es bessert sich langsam, aber zunehmend. Wir haben gesagt, der Blick der Aktienmärkte in Deutschland gilt vor allen Dingen dem Ausland. Da sitzen die großen Kunden der deutschen Exporteure. Gibt es da Regionen, die Ihnen Sorgen machen? Nun, im Moment weniger. Man sollte allerdings beachten, dass diese Rallye, die wir gesehen haben, international, dass die natürlich Vorschusslorbeeren vergeben hat. Das muss jetzt durch gute Daten und gute Ausblicke der Unternehmen untermauert werden, speziell bei uns hier in Europa und Deutschland. Aber das haben wir in der bisherigen Berichtssaison überwiegend gesehen. Wir bleiben da verhalten optimistisch. Das heißt, die Kurse sind noch nicht, wie so mancher behauptet, der Realität entflohen. Vorschusslorbeeren bedeutet, dass es irgendwo auch realitätsnah ist. Es muss allerdings untermauert werden, dann mit harten Fakten. Und das sind wir zuversichtlich, dass das kommt, weil die bisherige Berichtssaison hat viel Gutes geliefert. Und glauben Sie, dass die Unternehmen das so weiter beibehalten können? Bei den Ausblicken sind Sie ja doch ein bisschen vorsichtiger geworden, oder irre ich mich da? Absolut. Wenn ich sage, verhalten optimistisch für das Restjahr, bedeutet das, ein Großteil der erwarteten Kursgewinne jetzt schon realisiert worden sind. Aber ein bisschen Upside sollte da noch drin sein, weil die Unternehmen haben gezeigt, dass sie durch die Krise, die wir letztes Jahr gesehen haben und auch immer noch anhält, wirklich gut navigiert haben. Wie reagieren Sie denn als Aktienstratege auf solche Entwicklungen, dass die Unternehmen vorsichtiger werden? Was macht das mit Ihrer Anlagestrategie? Wie passen Sie die an? Man darf nicht zu viele Hoffnungen vergeben. Wenn ich sage, verhalten optimistisch, bedeutet, dass man immer noch wirklich sich so aufstellen sollte, dass man die Eier nicht alle in einen Korb legt. Sprich, Diversifikation ist wichtig. Man sollte auch mal wieder auf die Zinsseite schauen, weil durch die Notenbankpolitik sind die Zinsen angestiegen und wieder sehr attraktiv. Das gilt natürlich nicht nur für die Profis, sondern auch für diejenigen, die damit ihren Altersruhestand sichern wollen. Sven Streibel, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie zu uns gekommen sind. Gerne. Sven Streibel ist Aktienstratege bei der DZ Bank. Ja, und wir sind schon fast am Ende unserer Sendung anbelangt. Bleibt mir nur noch der Hinweis auf weitere Berichterstattungen live vom Frankfurter Börsenparkett im laufenden Programm. Natürlich auch in den Tagesschauen im Ersten. Und Hintergründe und Informationen gibt es natürlich immer wieder auch bei den Kolleginnen und Kollegen der angeschlossenen Radioanstalten und natürlich bei tagesschau.de, unserer Internetpräsenz. Hier sei Ihnen noch vor allen Dingen die Wirtschaftsseite ans Herz gelegt. Und übrigens das Buch Im Westen nichts Neues. Wir haben ja gehört, dreimal ist es bereits verfilmt worden. Das Buch selbst entstand kurz nach dem Ersten Weltkrieg. Der Autor Erich Maria Remarque
hat da seine eigenen schreckensvollen Erfahrungen verarbeitet, mit dem Resultat, dass das Ganze dann lange, lange Zeit, nicht nur in Deutschland, dieses Buch verboten wurde. Es ist sogar dann bei der Bücherverbrennung ebenfalls den Flammen anheimgefallen. Jetzt haben Sie die Gelegenheit dazu, das Versäumte nachzuholen. Dabei wünsche ich Ihnen viel Vergnügen und gute Unterhaltung. Ihnen noch einen schönen Tag und machen Sie es gut.